Hallo ihr Lieben, hier ist Sandra. Ich begrüße euch zur Folge Vor- und Nachteile einer Low-Carb-Ernährung. Für alle die mich nicht kennen, ich stecke mit eigener Praxis in Lüneburg, bin sogenannte Ernährungstante, also komme aus dem Bereich der Ernährung, habe mal Köchin gelernt, Diabetesberaterin als Ausbildung genossen. Ja, und freue mich euch jetzt mehr zu dem Thema Vor- und Nachteile einer Low-Carb-Ernährung zu erklären. Um Low Carb erstmal zu definieren, bedeutet Low Carb weniger Kohlenhydrate. Hier stehen die Patienten häufig schon immer vor der Frage, was ist überhaupt ein Kohlenhydrat? Zu den Kohlenhydraten kann man immer sagen, ist ganz einfach dargestellt, ein Kohlenhydrat das, was am Ende im Blut, in der Blutbahn sozusagen als Zucker übrig bleibt. Das bedeutet, dass wir Produkte haben, die aus Getreide hergestellt sind, aber auch Kartoffel, Reis, Nudeln. Bei Obst kann man sich immer gut vorstellen, weil das süß ist. Der klassische Zucker, Honig zum Beispiel. Aus Obst wird aber auch Marmelade hergestellt. Unser ganzes Süßkram, wie diese Gummitierchen, Schokolade, salzige Geschichten wie Chips zum Beispiel, irgendwelche Brezel oder Salzstangen. Es gehört aber auch der Schokoladenaufstrich dazu. Und zu Kohlenhydraten gehört auch ein Anteil von Milchzucker in Milchprodukten, also sowas wie Joghurt, Kefir, Buttermilch, Molke. Dort ist überall ein höherer Anteil an Milchzucker auch drin. Allerdings werden die Milchprodukte, weil sie einen etwas langsameren Blutzuckeranstieg machen, in der klassischen Low-Carb-Geschichte nicht unbedingt, je nachdem, wo man hinguckt, aber nicht unbedingt immer in erster Priorität gesetzt, sondern häufig sind, so erkenne ich es von den Patienten immer, die meisten unterwegs mit weniger Kartoffeln, weniger Reis, weniger Nudeln oder es sogar ganz weglassen und häufig wird das Brot weggelassen. Was wäre jetzt bei einer Low-Carb-Ernährung überhaupt sinnvoll? Also was darf ich, ja, was bleibt übrig oder was darf ich überhaupt noch essen? Im Schwerpunkt ist es so, dass Gemüse in allen Varianten, roh, gekocht, gegart, Frischware natürlich, die ganzen Salate, also jetzt grüner Blattsalat und verwandte Produkte aus der Salat- und Gemüsebereich verwendet werden können. Bei den Milchprodukten kann man wunderbar Quark und Käse verwenden. Dann gehören die Fette wie Butter, Margarine und Speiseöl mit rein. Und wer möchte, kann noch Fisch, Fleisch, Geflügel und Ei verwenden. Damit haben wir eigentlich schon einen Großteil der Grundnahrungsmittel genannt, die in die Low-Carb-Geschichte reingehören. Schauen wir mal uns an, was ist das Ziel einer Low-Carb, also einer Reduzierung von Kohlenhydraten. Der Hintergrund ist, dass man Studien gemacht hat. Die Studien in der Ernährung kommen übrigens fast immer aus der Diabetologie. Und zwar hat man Diabetespatienten weniger Kohlenhydrate zu essen gegeben, nämlich reduzierte Mengen an Kohlenhydraten und hat festgestellt, wenn die drei Mahlzeiten essen, Frühstück, Mittag, Abendbrot, dass das Körpergewicht runtergegangen ist. Die Begründung und Untersuchung darin war, dass der Insulinspiegel bei Kohlenhydraten ansteigt, weil der Blutzucker durch den enthaltenen Zucker in den Lebensmitteln ansteigt. Immer wenn ein Blutzucker ansteigt, kommt eine Insulinausschüttung hinterher. Die ist dafür notwendig, dass der Zucker aus der Blutbahn dann später in die Muskelzelle wandern kann und auch verarbeitet werden kann. Dieser erhöhte Insulinspiegel allerdings, wenn ich jetzt den Teller voll Kohlenhydrate hätte, habe ich eine hohe Menge an Insulin, habe ich eine kleine Menge oder gar keine Menge an Kohlenhydraten, habe ich natürlich auch einen geringeren oder bis sehr niedrigen Insulinspiegel. Und dieser niedrige Insulinspiegel hat den Vorteil, dass das Körperfett einfach besser abgebaut wird. Das Problem bei Low Carb in der Masse ist immer, dass wir eine gewisse Zeit lang Kohlenhydrate weglassen können. Häufig werden in Deutschland leider auch immer die gesunden Kohlenhydrate weggelassen. Also Kartoffel, Reis, Nudeln und Brot sind nicht per se schlecht, sondern wenn ich mag Vollkornvarianten und vor allen Dingen, wenn ich die richtige Menge definiere, dann kann ich auch Kohlenhydrate essen. Also per se bin ich jetzt nicht der perfekte Low Carb, auf den Weg zu bringen oder es zu empfehlen. Wenn die Kohlenhydrate moderat eingepackt werden, also eine moderate Menge pro Tag verwendet werden, dann muss ich nicht auf Low Carb verzichten. Wenn ich eine schnelle Gewichtsabnahme haben will, dann ist es schon möglich, mit Low Carb sehr gut auch Gewicht zu verlieren.
wie lange die Menschen, also aus der Erfahrung der Patienten her in der Praxis, wie lange man das durchhält, ist sehr individuell. Ich habe natürlich Patienten kennengelernt, die das komplett weggelassen haben und dann natürlich auch sehr schnell abnehmen. Ist ja klar, lasse ich Süßigkeiten, Schokolade, Gummitierchen, Chips, oder auch den Teller voll Nudeln, verändere ich das, dann kann ich natürlich auch eine schnelle Gewichtsabnahme erreichen. Die Umstellung auf eine Low-Carb-Geschichte fällt dem einen sehr leicht und es gibt auch Patienten, die finden es sehr schwer, weil wir uns mit Kohlenhydraten auch wohlfühlen. Das heißt, dieser erhöhte Blutzuckeranstieg führt auch dazu, dass das Gehirn Zucker bekommt und wir uns, das kennt ihr alle, wenn wir auch mal Kartoffelreis, Nudeln auf dem Teller haben und essen, dass wir uns auch wohlfühlen danach. Das heißt, das Gehirn hat übrigens auch zu 99% den Wunsch, Zucker in einem gewissen gesunden Maß aufzunehmen und auch zu bekommen. Und daher ist es so, dass viele Menschen aufgrund dieser Gehirnstruktur, wir alle, einen Anteil an Kohlenhydraten auch essen sollten. Neue Studien, die es jetzt gibt, haben gezeigt, dass eine Low-Carb-Geschichte aufgrund, wenn ich sehr stark die Kohlenhydrate weglasse, die Insulinspiegel runtergehen, vermehrt Unterzuckerungen entstehen können und diese Unterzuckerung Gehirnzellen absterben lassen. Das weiß man heute. Auch eine erhöhte Gefahr von Herzinfarkt und Schlaganfall dadurch entstehen kann, weil diese niedrigen Blutzuckerwerte eben auf Dauer nicht wirklich gesund sind. Das heißt, diese niedrigen Blutzuckerwerte kann ich merken mit Zittern, Unwohlsein, manche Patienten auch mit Schwitzen. Wer aus dem Diabetessektor kommt oder selber eine Diabetesdiagnose hat, kennt vielleicht auch solche Symptome der Unterzuckerung. So, also zu wenig und zu viel Kohlenhydrate ist nicht richtig. Was macht man jetzt? Also meine Empfehlung ist, moderat die Kohlenhydrate anzupassen, so wie sie im Ernährungsmaß sind, in Richtung Handvoll zur Mahlzeit, mehr Gemüse, mehr Fisch, Fleisch, Geflügel, Ei auf den Teller. Wer vegetarisch oder vegan unterwegs ist, erhöht einfach die Gemüsemenge. Und an der Stelle täglich vielleicht auch nochmal gucken, dass die Eiweißmenge angepasst wird. Zum Beispiel mit Milchprodukten, wer es mag. Oder auch gesunden Hülsenfrüchten, die ja uns das gesunde Eiweiß liefern. Dann geht auch eine Gewichtsabnahme in der Regel sehr gut. Das heißt, Fazit zu Low Carb. Ja, ihr könnt es gerne machen. Wer eine schnelle Gewichtsabnahme haben will, kann das machen. Es gibt immer wieder Patienten, wenn die aufhören mit Low Carb, dass die auch in den Jojo-Effekt rutschen, weil wenn ich auf etwas sehr streng verzichte und weglasse eine gewisse Zeit, dann ist es so, dass das Körpergewicht häufig wieder hochgeht, weil der Körper bunkert mit dem Hintergrund, dass er nicht weiß, wann wir wieder eine Diät machen. Das heißt, die Low-Carb-Geschichte ist auch nicht alle Welts, Geschichte, dass es in Dauerschleife allen hilft. Auch hier wieder von mir die Empfehlung, was macht man jetzt? Man kann es machen. Ich bin etwas vorsichtiger mit. Ich habe bessere Erfahrungen gemacht mit der Reduzierung der Kohlenhydrate, aber nicht das Weglassen der Kohlenhydrate. Auch mit der neuen Studie, die ja uns gezeigt hat, dass Low-Carb am Ende auch nicht ja, ganz ungefährlich ist, ist eine moderate Anpassung der Kohlenhydrate, glaube ich, der richtige Weg. Und die Menge ist entscheidend. Wer dazu mehr wissen will, gerne schaut und hört in den Podcast oder das Video rein zum Thema Ernährungsmaß. Ich wünsche euch jetzt an dieser Stelle viel Freude auf meinem Kanal oder bei den weiteren Podcasts. Kommt gut durch den Tag. Wenn ihr Fragen habt, meldet euch gerne. Ansonsten liebe Grüße, eure Sandra. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss.